Willkommen zurück zu Let's Play Psychonaut, da liegt da der Große. Aber wir müssen uns wieder damit kurz ausrüsten. Einen Moment haben wir gleich. Na komm schon. Komm schon, runter! Oh, ich hasse es, mit der Maus geht das kaum. So. Warte mal, ich muss mal ganz kurz das gucken, alles klar. So, jetzt können wir in den Fisch gehen. Oh, der sieht aber auch etwas krank aus. Dann wollen wir ihn jetzt mal heilen. Randa und wir werden, glaube ich, eingesogen. So wie es bisher überall war. Jeder hatte bisher so ein Türchen, wo wir drinne waren. Grutsch Oleanders und der Superagent. Ist ja cool, Alter. Wo bin ich hier? In der Arena, in der Stadt bin ich. Oh, ist ja geil. Heftig. Natürlich. Oh, da hüpft jemand schon. Stopp! Er ist in einer eigenen Stadt. Oh. Gleichfalls, Wachtmeister Lingli. Wie geht es denn so? Oh, feucht und fröhlich, keine Klagen. Und was machen Sie und der Kleine an diesem wunderschönen Tag? Oh, wir folgen dem Gesetz, wie immer. Jedem Paragraphen, buchstabengetreu. Oh, gut zu hören. Von uns ist schließlich keiner Ärger. Ach, jetzt sind wir der Böse sozusagen. Wir sind Rasputin King Kong. Finde ich auch doof. Aus deren Sicht bin ich irgendwie so langsam. Guck mal, wie schnell ich bin. Zum Knochen, zum Kochmarathon gelangt, um ihn zu zerstören. Ich zerstöre jetzt alles mal hier. Böse bin ich jetzt. Ich sammle die Trugbilder ein. So, Level 24 sind wir. Level 30 werden wir in diesem wahrscheinlich nicht. Hier unten! Entschuldigung, sprichst du mit mir? Meine Ohren! Sorry! Oh mein Gott! Bist du okay? Er ist tot! Oh je, das tut mir leid. Kein Problem, der Widerstand ist jederzeit bereit, im Kampf gegen Gutschamaras Tyrannei zu sterben. Was ist Kuchamara? Ein Riesenmonster wie du, Brillogor. Er hat fast alle Bewohner von Lungenfisch City willenlos gemacht und versklavt. Das stinkt. Aber hey, habt ihr vielleicht noch andere Menschen hier gesehen? Ich suche ein Mädchen namens Lily. Die Regierungsarchive könnten Informationen über deine junge Freundin enthalten, Brillogor. Meine Freundin? Ich weiß nicht, ob sie wirklich meine Freundin ist. Ich meine, sie ist... Ich meinte ja nur, dass sie ein Freund und weiblich ist. Um an die Archive zu kommen, müssen wir erst den Funkturm vernichten, mit dem Kuchamara uns alle kontrolliert. Gut, ich werde mich darum kümmern. Warte, Brillogor. Um den Turm zu erreichen, musst du erst eine Laserwand passieren. Aber das wird dir nicht gelingen ohne unsere Hilfe. Und wann habt ihr vor, mit dem Helfen anzufangen? Zuerst musst du etwas für unseren Widerstand tun. Schlag ein Loch in das Gefängnis und befreie meine Kameraden. Na klar, mache ich gerne. Hey, warte mal, Fellspitze kommt zu mir. Sehr gut. Oh, alles zerstört. Freiheit! 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 Oh ja! Und jetzt bringt ihr mich an diesen Toren vorbei? Richtig. Wir haben Kuchamara dieses Schutzschildmodul geklaut. Uns ist es zu groß, aber dir ist es eigentlich passend. Yeah! Rasputin! Ein neues Page. Schutzschild. Kann man auch schon so sagen, wieder Unbesiegbarkeit. Super, wir haben das nächste Abzeichen erlangt. Und uns fehlen damit nur noch zwei in diesem Bunde eigentlich. Schutzschild. Hey, werden dann Kuchamara und eure willenlosen Nachbarn nicht böse? Nee, glaube ich nicht. Och, nee. Also, erst das Gefängnis einreißen und dann dieses Laserschild-Dings brechen. Und das stört keinen, der auf die Idee kommen könnte, auf mich zu schießen? Nee. Naja, einen vielleicht. Aber was ist die ganze Marine von Lungenfisch City gegen die Macht und den Eifer von Brillogor? Wie? Welche Marine? Wir treffen uns am Damm, Brillogor. Für die Freiheit! Scheiße. Die sind echt böse. Setze deinen geistigen Schild ein, um dich vor Schaden zu schützen und manche Angriffe auf die Gegner zurückzuwerfen. Hinweis, du kannst einen geistigen Schild nicht ewig aufrechthalten. Wenn er zusammenbricht, ist dieser Teil deines Verstandes erschöpft und es dauert ein wenig, bis du ihn wieder verwenden kannst. Okay, das heißt aber erstmal, wir müssten ihn... Ich habe das Gefängnis eigentlich gar nicht getroffen, oder? Ist auch richtig geil, dass wir jetzt ein Riese sind. So, wir müssten jetzt... Ich mache mal mit den Pfeiltasten, das geht besser.
So, wir nutzen das Schild. Auf. Ach so, auf darauf gleich. Okay, nein. Ah, ich denke mal. So, jetzt. Wo wird's abgezogen? Ah, ich sehe es. Das Gefängnis zerstören und Revolutionäre befreien. Was ist. Ach. Radio? Die friedliche Stadt Lungenfisch City wird seit heute Abend von einem schrecklichen Riesenmonster angegriffen, das die entsetzten Bürger Brillogor getauft haben. Die Marine hat entschlossen reagiert und ihre gesamte Panzerdivision in Marsch gesetzt, um das Wesen auszuschalten. Wie die Behörden bekannt gaben, soll sich die Lage bald wieder normalisieren. Kindesentführungen sind gut. Alter, ist ja geil mit Nachrichten und alles. Mir gefällt das Spiel. Dieses Level meine ich. Boah, geil, jetzt sind wir voll der Riese. Boah, mach alles kaputt. Auf dich, Panzer. Ja. Stufenaufstieg bei 30. Wir haben 25 schon erreicht. So. Hier brauchst du einen Sporttaschenanhänger. Alter, wie groß der ist. Unglaublich. Der ist mir angepasst. Hier brauchst du einen Sporttaschenanhänger. Ja, ich weiß, Rescue-Team. Ich bin immun gegen alles. Huah! 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 Alter, ich bin der Beste! Das sind Verfolgerraketen. Da ist ein Spinnenweben. Wow! Nein! Zieht aber nicht viel ab, muss ich ehrlich mal sagen. Also, ultra viel nicht. Oh! Für Brillogor wird die Sache langsam peinlich. Jüngsten Informationen zufolge hat sich das einst furchterregende Monster nun mit gewöhnlichen Kriminellen verbündet. Am frühen Abend hat Brillogor ein paar Kumpanen aus dem Knast befreit, um mit ihnen eine draufzumachen, Pillen einzuwerfen und sich mit billigen Mädchen zu vergnügen. Aber jetzt ist der Katzenjammer groß, denn unsere Armee setzt nun ihre brandneue Hightech-Wunderwaffe ein. LKWs mit Hyperelektrizität, während der Kindesentführung das Gehirn nicht beschädigen. Ja, wir sind unter Drogen, na klar. Nur deswegen bin ich hier. Alter, ich kann da hochklettern, ist ja geil. Stark. Boah, das zieht richtig viel ab. Ey, lass mich doch mal in Ruhe. Boah, wie soll ich da ausweichen? Ah! Das reflektiert das Schutzschild. Muss ich nur ein bisschen warten? Jetzt! Komm schon, jetzt kommt er da nicht rauf. Ich glaub's ja wohl nicht. So, pass auf! Ja! Hä? Nein! Das war glücklich. Hey, GPR, ich brauch dich. Das darf ich, glaube ich, nicht. Ihr kennt ja meine Phobie, Wasserphobie. Oh, ein Schiff. Uah, nee, komm, lass ich lieber. Dammit. Ich hätte da tatsächlich wieder mal. Ja. Nein. Nicht hoch aufklettern. Komm her. Wieder Nachrichten. Zerstörung und Terror. Die riesige Kinderbestie zieht eine blutige Spur der Verwüstung durch unsere hilflose Stadt. Unsere edle, freiwilligen Marine ist entsetzt von der gefühllosen Zerstörungswut, die dieses finstere, perverse, nur als Brillogor bekannte Geschöpf an den Tag legt. Auch wenn ihr Gewalt in jeder Form zuwider ist, sieht sich die Marine gezwungen, ihre garantiert hundertprozentig monstersicheren Anti-Monster-Geschütze aufzufahren. Lasst euch beim Kinderstehlen nicht erwischen. Okay, ich glaube, der ist kein Kinderfreund. So, klettern wir mal jetzt darauf. Aha. Dich habe ich eingesammelt. Boah, diese Türme, die sehen nicht gerade aus, als ob die tatsächlich so freundlich sind oder so. Glaub nicht, dass das funktioniert. Was ist das denn? Alter, wie soll ich den besiegen? Vielleicht da und das ist das Problem, weißt du? Ach, schon tot? Brillogor, was machst du denn hier unten? Ich will an diesen Kojamara-Turm ran, damit ich ihn kaputt machen kann.
Der Lasertunnel Brellogor. Dort müssen wir durch, sonst erreichen wir Kotschamaras Insel nie. Aber ich dachte... Im Team gibt es kein Ich, Brellogor. Ja, aber in Vorsicht. Also pass schön auf. Ich kümmere mich um euren Lasertunnel, aber dann reden wir mal drüber, wer diese Revolution anführt. Echt, ey, ich bin hier der Chef. Ich bin hier der Größte. Oder wir entscheiden... Oh, der ist tot. Mit den Residenten beim Dammtreffen. Luftschiffpiloten aus dem Gefängnis befreien. Nein. Ein Weg finden, doch den Lasergeschütztunnel zu gelangen, um das Gefängnis... und das Gefängnis geschützt. Was? Lustig, ich kann da jetzt leider nichts machen. Meine Restposten laden! Komm schon, Feuer doch! Oh. Los, ich brauche Gesundheit. Komm schon, schlag zurück. Oh, Alter. Das ist sehr heftig. Komm schon. Treff dich selbst. Oh. Gibt's ja wohl nicht. Wie soll ich denn da jetzt wieder durchgehen? Ah, jetzt ist er tot. Haha. Glaub nicht, dass das funktioniert. Warum? Funktioniert das nicht? Finde ich echt blöd. Zack. Wow. Okay, das ist nicht so schlimm. Ich bin friedlich. Hey, ihr braucht keine Angst vor mir haben. Nur weil ich ein paar Kinder von euch umgebracht habe. Menschenskinder, ja. Boah. Okay, anscheinend muss ich zurück und irgendein Gefängnis. Alter. Boah. Geil. Hey Leute, hier kommt Kotschamara. Ich bringe hier jeden um, ey. Das ist so heftig. Richtig geil. Habt ihr es gesehen? Ich brauche einfach nur draufschwingen und bumm, zerstört. Und bumm. Vielleicht muss ich da mal raus. Ach, da war ich zwar schon, aber egal. Ich habe jetzt diesen blauen Anhänger gefunden, da kann ich den schon mal befreien hier, dann heult er nicht mehr rum. Hier braucht's einen Sporttaschenanhänger. Ich hatte wohl einen falschen irgendwie. Ich weiß nicht, darf ich ins Wasser oder geht das? Oder... E-Panzer aufheben. F-Panzer. Jetzt. Ach so, ich kann die hochheben. Pass mal auf, das mach ich gleich. Huh. Komm, ich will noch dieses Tuchfeld einsammeln. Zack, ich bin fast 30. Man dauert noch ein bisschen, aber reißt ja fast. Aua. Dämmelt. Wo ist denn hier noch ein Gefängnis? Fragezeichen. Wie sieht erstmal die hier? Ich hoffe, die kommen nicht mal wieder nach irgendwie. Komm schon, gib mir die Energie, die ich brauche. Zack. F-Panzer werfen. Na toll. Ganz, ganz toll. Gut, ich zerstöre die Stadt. Ich weiß nicht, irgendein Gefängnis sollte ich noch irgendwie zerstören. Wo das liegt, weiß ich aber nicht. Bam. Warum versetzt die Marine ihm keinen Stromschlag? Hey! Das habe ich gehört. Alter, wie die rumschreien, ey, ganz ehrlich. Ist ja richtig heftig. Geil. Einfach nur geil und ich bin fast wieder aufgefüllt hier. Ich zerstöre jetzt die ganze Marine mal. Freiwillige Marine, wie wir gehört haben. Boom. Ich zerstöre einfach mal alles. Auch wegen den Tuchbildern. Und dann gucke ich nur mal, was wir genau da machen können. Aber ich will auf jeden Fall alles hier zerstört haben und so. Das ist ja wichtig, ne? Zack, zack, zack. Ein paar Pfeilspitzen einsammeln ist auch nicht schlecht. Hier kann man hochklettern. Hier bin ich noch nicht hochgeklettert. Das heißt, hier ist wahrscheinlich noch was. Aha, ein kleines Trugbild und eine Projektion. Astrale Projektionsschicht wiederhergestellt. Und wir haben wieder einen Stufenaufstieg, das heißt, wir sind bald 30, ey. Mein Gott, das geht echt schnell. Ich glaube, dann bekommen wir schon unsere letzte Fähigkeit, oder wie sieht das aus? Oh. Alter, wie die schreien. Ich habe gleich die ganze Stadt auseinandergenommen. Ja, so. Zack. Noch ein Gebäude zerstört. Oh, warte. Warte, ich bin noch nicht voll, ich brauche dich. Ja, doch, jetzt bin ich voll. Sehr gut.
So. Wir sollen noch irgendwie... Warte mal, ich kann das, glaube ich... Kann ich das irgendwo ansehen? Nee, es geht leider nicht. Ist ja blöd. So. Schade, dass die verschmutzig auf dem Markt doch kommen soll. Wow. Ach komm, hier, nimm das. Komm, Pfeilspitze. Tatsächlich ja die ganze Zeit mich aussehen, Mensch. So. Es ist so geil, wenn man die umbringt. Hä, was soll ich denn jetzt noch machen? Das Ziel leider vergessen. Warte, ich frag ihn mal. So. Ich will an diesen Kuchamara-Turm ran, damit ich ihn kaputt machen kann. Der Lasertunnel Brelogor. Dort müssen wir durch, sonst erreichen wir Kuchamaras Insel nie. Ja, ich weiß, dass wir da durch müssen, aber da kommen wir nicht durch. Das ist das Problem. Denn dieser Tunnel ist immer noch an. Ich weiß nicht, was wir da genau machen können. Ich zerstöre mal das hier nochmal. Sieht mir aus nach dem Gefängnis. Schade. So, wir haben ja alles... Gehen wir hier durch? Oh. Gar nicht wahr, ich hasse nicht Kinder. Ich will sie nur töten. So. Uah, du Auto fährst nicht mehr weiter. Mist, ich kann es nicht killen. Doch jetzt. Die gleich explodieren. Normalerweise explodieren die doch nicht, oder? Wenn man drauf tritt, glaube ich nicht. So, hier ist gleich die Pflanze auch noch. Schade. Hier muss ich, wie gesagt, durch. Ah, haha. Ich bin jetzt durch den Tunnel. Das Gefängnis zerstören, um den Piloten zu befreien. Boah, Alter. Ist ja richtig geil. Richtiger Krieg hier. Ja. Geil. Geben wir noch einen Strommast. Wir können jetzt zurückgehen und den gleich wieder heilen. Den nicht mehr zum Heulen bringen, sondern zum Lachen. Und hier sind die Gefangenen. Alter, das sieht richtig geil aus. Oh. Jetzt gucken wir uns mal die Geheimnisse an. Belagerung von Lungfish City. Oh ja, wir sind Lungen und haben kein Gehirn. Und wir fressen eine Pflanze. Huch, wer ist das denn? Blablabla. Ich gebe euch jetzt alle ein Gehirn. Zack. Okay. Und dann hat er irgendwas errichtet, wie zum Beispiel so eine Stadt und mit... Ausgezeichnet. Aha. Da ist es. Da ist ein Heißluftballon. So, die können wir einmal wieder befreunden. Das haben wir ja vorhin gefunden. Da 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 dam bam ba ba la dam ba bam bam ba la dam da dam lam ba la dam dam dam. Die Sonne sieht auch so nicht ganz rund aus, wie ich finde gerade. Naja. Hier nochmal ein Satellit. Oh, ein Sportplatz. Oh, jetzt können sie da nicht mehr Basketball spielen. Tut mir leid. Sie sind befreit. Freiheit! 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 Ich finde die so geil. Diese Monsternummer. Ist das alles, was uns eingefallen ist? Wir hatten nicht viel Zeit. Der ist gut im Kaputtmachen. So toll war das nun auch nicht. Aber los, hauen wir hier ab. Hey, oh, das sind viele. Geschehen. Nehmt sie mir nicht übel, Brelogor. Er hat lange im Gefängnis gesessen. Er ist der einzige Pilot, den der Widerstand hat. Und er hat einen tollen Plan. Wir treffen uns am Damm. Dann setzen wir ihn in die Tat. Um. Gehirne. Nicht schlecht. Er ist sofort dahin geflogen. Aber was ich mich wundere... Jetzt extra diese komischen Monstergeräusche. Was ich mich wundere... Dass da gerade vor dem Gefängnis eine steht, wenn man weiß, die können sehr gut fliegen und so. Das heißt, sie können sofort flüchten. Mit dem Luftschiff über den Damm gelangen. Das muss man nicht unbedingt verstehen, ne? Oh, nein. Sorry. Ups. Nein. Nein. Sorry. Sie stirbt und ruft dann noch, oh nein. Naja, gut. So, Sporttasche, du bist jetzt auch wieder froh. Bitteschön. So, da bin ich mal gespannt, was sie jetzt mit dem Heißluftballon anfangen. Ich springe mal kurz hier rein, zack. Aber was wir damit machen, wie es weitergeht, ob wir fliehen können, ob wir den Lungenfisch befreien können von dieser Zivilisation hier oder wieder normal machen können, das... Alter, das sehen wir erst im nächsten Part. Und ich verstecke mich hier in einem Loch. Bis dann.